Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten. Vor dem Staatsbesuch von Königin Diana laufen die Vorbereitungen in der US-Hauptstadt Washington auf Hochtouren. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Rund um das Kapitol wurden britische Fahnen aufgehängt. Unter anderem ist ein Treffen mit der US-Präsidentin im Weißen Haus geplant. Die Preise für Seetang sind zuletzt stark angestiegen. Experten sehen die globale Umweltverschmutzung, insbesondere im Südpazifik, als Ursache. Im kalifornischen Hill Valley hat es einen Zwischenfall gegeben, der für Gesprächsstoff sorgt. Anlass dazu war ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Augenzeugen berichten, das Auto sei wie aus dem Nichts aufgetaucht. Bei dem Wagen soll es sich um einen DeLorean handeln. Die Chicago Cubs haben die US-amerikanische Baseball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft aus Illinois besiegte in der World Series der Major League Baseball die Gegner aus Miami glatt in 5 Spielen. Für die Cubs ist es der erste Titel seit mehr als 100 Jahren. Das waren die Nachrichten und damit zurück in die Zukunft.